Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ich bin das Spielhörnchen und ihr seht Bioshock Infinite. Das letzte Mal, als wir gespielt haben, haben wir sind einem sehr großen Erzfeind begegnet. Dem riesengroßen Batman. Nein, Spaß, es ist ein riesengroßer Vogel. Und sind hier an diesem Strand gelandet. Und da muss ich kurz was am Mikro einstellen. So, ein bisschen besser. So. Nun, gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Wo müssen wir denn lang? Wir müssen da vorne lang. Und die Atmosphäre ist doch wirklich wunderschön. Gesehen? Blauer Rock, dunkles Haar. Es ist natürlich Elisabeth, über die er gerade spricht. Ich suche eine junge Frau. Ein Luftschiff. Damit könnten wir hier wegkommen. Das wäre eine Idee. Meine Gesundheit ist ziemlich niedrig, wie ich gerade sehe. Fühlen echte Strände. An echten Stränden ist das Wasser mit allen möglichen Menschen treiben. Das ist typisch Vox Populi. Diese Idioten, man sollte sie absaufen lassen. Die Erde aus den... Also das ist jetzt aber darwinistisch. Was meinst du damit? Darwin! Da machen sie gerade eine Gymnastikübung. Und ich muss ganz woanders lang. Ups. Das wollte ich nicht. Ich muss an den Steg, wie es aussieht. Ja. Hey, Kleine. Kleine. Hey, Kleine. Kleine. Elizabeth. Hallo. Oh, das ist wundervoll. Tanzen Sie mit mir, Mr. DeWitt. Ich tanze nicht. Los, komm jetzt. Wieso? Was könnte schöner sein als das? Naja. Wie wär's mit Paris? Paris? Wie? Ich verstehe nicht. Wie kommen wir dorthin? Naja, dieses Luftschiff fliegt dorthin. Aber wenn du lieber weiter tanzt... Nein, gehen wir. Kommen Sie. Los. Jetzt auf der Stelle. Nun gut, Ich bin frei. Kaum zu glauben, aber wahr. Ja, Freiheit kann sich echt gut anfühlen. Diesen Geruch kenne ich nicht. Sie vielleicht? Die Strände, die ich kenne, riechen für gewöhnlich anders. Sorry, ich hab gefurzt. Mr. DeWitt, Comstock. Hab von ihm gelesen. Es heißt, er kann in die Zukunft sehen. Gibt man einem Mann Macht, hält er sich gleich für den Größten. Er gefällt mir nicht. Was gefällt dir nicht am Propheten? Sein Blick? Können wir gehen? That Mustache. Sehr schön eingerichtet, sehr viel Liebe ins Detail. Ich mag das. Oh, dieser Sturz ins Wasser hat ihn nicht gut getan. Ich suche etwas, was vielleicht die Schmerzen lindert. Lecker. Mr. DeWitt, hier. Sehen Sie mal. Wieder die zwei verrückten Vögel. Vogel? Oder den Käfig. Oder vielleicht den Vogel. Nichts geht über den Käfig. Die zwei schon wieder. Wie... Schon gut. Sehen Sie mal, die sind doch toll. Welcher gefällt Ihnen besser? Der hier oder der? Hm. Der Vogel ist wunderschön und der Käfig ist traurig, aber er hat schon etwas Besonderes. Was? Ich kann mich nicht entscheiden. Ja, zeig's mal. Was würdet ihr nehmen? Den Vogel oder den Käfig? Ich entscheide mich für den Vogel. Na? Denn ich... ne? Den rechten. Ganz sicher? Sicher. Der ist toll. Überraschend. Mein Tipp war der Käfig. Wenn du ein schlechter Verlierer sein willst, mache ich das nicht mehr. Das ist reine Sophisterei. Oh mein Gott. Mein Gott. Ich verstehe das nicht. Sehen Sie. Alles in Ordnung?
Da war ich zu Hause. Wir sollten verschwinden. Los. Ja. Das Ding ist ziemlich am Arsch. Schade um die schöne Statue. Wo war Songbird, als es passierte? Aber darauf essen wir erstmal eine Zuckerwatte und trinken Bier. Was mich interessiert ist, stellen Sie bitte sicher, dass Sie einen Ausweis mit Foto vorweisen können. Arme nach oben. Finger spreizen. Beine spreizen. Arsch spreizen. Halten Sie still. Sie verstehen an. Hey, Hulle, zieh dir den an. Nö. Der ist verdächtig, wenn du mich fragst. Ach, das Ding ist versperrt. Ja, ja, ja. Ruhe da unten, Pete. Geh heim und schlaf deinen Rausch aus. Was machst du da? Sie sind lustig. Wonach sieht's denn aus? So. Wo hast du gelernt, Schlösser zu knacken? Sehr kriminell, gefangen die Kleine. In einem Turm? Nichts als Bücher und Freizeit? Sie würden staunen, was ich alles kann. Komplizierte Arbeiten kann ich gleich selbst machen. Das will ich gern wissen, was du alles machen kannst. Hallo, Sir. Achten Sie nicht auf mich. Ist bloß dummes Zeug. Alles nur Blödsinn. Stimmt, kann sie gut. Ich habe diese Silver Eagles gefunden. Kochen. Da drüben ist ein Verkaufsautomat. Vielleicht gibt's da was für Ihre Gesundheit. Ist vermutlich eine gute Idee. Wir könnten uns ein Gesundheitskit kaufen. Würde ich auch machen. Hey, Mister, wir wollen Ihnen helfen. Kennen wir uns? Da bei der Verlosung vorhin. Der Tunnelblick. Zielen erhöht den Schaden um 25%. Das Feuer aus der Hüfte verringert den Schaden um 25%. Gut, nehmen wir. Ohne Sie wären wir nicht entkommen. Daisy hat immer gesagt, dass mal einer wie Sie kommt. Ja, ich komme. Zu einem eure. Was ist das? Bitte sehr, junge Dame. Zuckerwatte! Holt euch Zuckerwatte! Kommen Sie! Der Typ sieht ziemlich scary aus. Hier drüben. Flawless Flintlock. Die neueste Ausgabe der Serie. Das Erscheinen wurde 3-mal verschoben. Kommt, Leute. Zeigt eure Teile zu Flagge und Nation. Oder ein Schwachkopf. Sir, wissen Sie zufällig, wie spät es ist? What the fuck? Wie siehst denn du aus? Wie ein Alien. Es ist Rape O'Clock. Annabelle? Wie bitte? Annabelle, ich bin's, Esther. Oh nein, ich bin nicht Annabelle. Ganz sicher? Mein Name ist Elizabeth. Kennen wir uns? Elizabeth? Das ist ja ein ganz reizender Name. Das war ja seltsam. Letzter Kunde. Der Park schließt. Der Park schließt, Leute. Oh, Verzeihung. Ja, diese Schuhe gehören wirklich mal geputzt. Ich hab wohl nicht recht aufgepasst. Da ist er wohl in Scheiße reingetreten. Die Drecksau. Wird wohl regnen. Was ich? Wenn Sie es eilig haben, gehen Sie ruhig vor. Gibt's heiße Hunde? Sauerkraut? Sauerkraut? Sauerkraut! Hat da jemand gerade was aus dem Sauerkraut gelabert? Was macht das? Einen Silberigel. Okay. Nö, ist mir zu teuer. Ich liebe Sauerkraut, aber das ist, ja, Huberei. Ich weiß nicht. 2 Tickets für die Fahrt zum Luftschiff, First Lady. Ja, Augenblick, Freund. Ja, hab ich. Wie wollen Sie vorgehen? Und schnell, wenn's geht. Hey, Mister, Sie werden Verstanden. Ich rufe wieder an, sobald alles klar ist. Das gefällt mir nicht. Ja, schick den Vogel. Wir sind bereit für den Zugriff. Bleib, wo du bist! Zugriff! Wow! Was soll denn das? Gehen Sie weg von mir!
Pistole gefällt mir besser, wenn ich sie doch finde hier. Hat er mein Schild weggeballert? Oder sie zumindest. Lasst ihn nicht! LOL! Elisabeth! Bleib mir vom Leib! Was zum Henker? Die sperren uns hier ein. Oh. Ergib dich! Rotflinte? Das ist ja mal geil. Das war ein krasser Hinterhalt. Und nun wieder Musik. Es war ein Fehler, hierher zu kommen. Hä? Ach so ist das. Man kann immer nur zwei Waffen nehmen. Das ist der Moment, für den wir geübt haben. Der falsche Hirte ist hier. Der genaue Tag war nicht klar, aber wieder einmal beweist sich die... Wo ist sie? Die... Na, na toll. ...muss lebend gefasst werden. Stirbt sie, stürzt sich der Vogel auf uns. Da oben ist sie. Bleib einfach, wo du bist. ...namenlose, zerfetzte Körper. Bleiben Sie mir vom Leib. Hey, komm zurück! Sie sind alle tot. Ich konnte ja nicht anders, es tut mir leid. Sie haben sie umgebracht. Elisabeth, ich... Sie sind ein Monster. Was hast du denn gedacht, was passiert? Was? Hast du eine Ahnung, was diese Leute auf sich genommen haben, um dich in diesen Turm zu sperren? Glaubst du, Leute wie die lassen dich einfach gehen? Du bist ein Investment. Und du bist erst sicher, wenn du weit weg von hier bist. Was wollen die von mir? Keine Ahnung. Eins habe ich gelernt. Wenn du nicht als Erster ziehst, ziehst du gar nicht mehr. Da hat er wohl recht. Sie bluten. Kommen Sie. Ah. Was da eben passiert ist, war noch nicht alles, habe ich recht. Ich weiß es nicht. Mich wohl dran gewöhnen. Ich habe einiges über Medizin gelesen. Ich werde versuchen, sie mit Heilmitteln zu versorgen. Und wenn die Wunde mal tiefer geht, versuche ich, sie fürs Diesseits zu bewahren. Ach, schade. Ich habe schon gedacht, wir könnten uns jetzt die Umgebung angucken. Oh. Ach so. Mal schauen, was uns hinter der Tür erwartet. Also mehr Patriotismus geht nicht, Freunde. It's over 9000. Only in America. Was ist das denn? Boah. Gott im Himmel, hab ich mir gerade in die Hosen geschissen.
Tor ist fest verschlossen. Wie kommen wir jetzt zu dem Luftschiff? Mal sehen, ob ich das Tor von Hand öffnen kann. Shark Jockey. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Eine dämliche Alternative zu Strom. Scheint nicht sehr gut zu funktionieren. Yay, ich bin wieder voll. Wir sind da nicht alleine. Die First Lady scheint unterwegs in Stock zu sein. Und sie bringt uns nach Paris? Bleib bei mir. Ja, Mr. DeWitt. Nenn mich Booker. Oh, okay. Booker. Hier gibt es wollen wir zur Gondel oder wollen wir uns noch ein wenig hier umsehen? An einem Ort wie diesem finden wir bestimmt was Nützliches. Laberst doch, du Labersack. Die Zeit kommt, sagt sie. Bist du bereit? Ist es schön hier? Wir müssen diese Gondel holen, wenn wir das Luftschiff kriegen wollen. Mit dieser Steuerung kann man sie wohl holen. Das Ding scheint einzig und allein mit Shock-Jockey zu laufen. War ja klar. Wo zum Teufel kriegen wir das jetzt her? Hier. Erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Ah, das passt ja mal. Gentlemen, der falsche Hirte geht in unserer schönen Stadt um. Wollt ihr zulassen, dass ihm eure Frauen und Töchter zum Opfer fallen? Oder wollt ihr handeln? Handelt! Oh. Versteck dich doch nicht, hilf mir doch mal! Hier, Booker! Danke dir! Alter, von überall, von überall. Ganz schön hartnäckig, die Typen. Aber das ist kein Problem für uns. Müssen wir lang, wir müssen hier lang. Hall of Heroes, bis auf Weiteres geschlossen. Dann müssen wir nicht Schlange stehen. Da hat er wohl recht, der Gute. Was zum Teufel? Stimmt etwas nicht? Ah, nein, nein, geht schon. Ich muss das Ding wieder zum Laufen kriegen. Wie denn? Ah. Ah, eine
eine Biene. Ich hasse diese Viecher. Oh Mann, dann erschlag sie. Nein, sie sticht mich. Elizabeth. Ich habe eine bessere Idee. Was war das? Ich öffne einen Riss. Scheiße. Was ist das? Das ist ein Riss. In meinem Turm habe ich ständig welche geöffnet. Was ist ein Riss? Sowas wie ein Fenster. Ein Fenster zu einer anderen Welt. Meistens sind diese Welten stinklangweilig. Ein andersfarbiges Handtuch oder Tee statt Kaffee. Aber manchmal sehe ich was Tolles. Und das ziehe ich dann raus. Hier. That's what she said. Du hast da wohl nicht zufällig ein Luftschiff da drin? Ich glaub nicht. Aber da ist etwas, das ich... Oh nein! Schließ sie. Ich versuch's ja! Schließ sie! Ich weiß ja nicht, was ich da gerade gesehen habe, aber mir kam's vor wie der kürzeste Weg in den Tod. Aber ich könnte helfen. Ich komme sehr gut allein zurecht. Glaub mir. Bitte, ganz wie Sie meinen. Gen Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie ein Eden schweben dort im Dunst. Von der Welt verleugnet, doch mit des Himmels Gunst. Welch schönes Gedicht. Und mit diesem Gedicht endet unsere Episode hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich bin wirklich sehr gespannt, was uns das nächste Mal erwarten wird. Also seid wieder dabei, wenn es wieder heißt, wir spielen Bioshock Infinite. Auf Wiederhörnchen, bis bald. Affe am Spiel. Und? Ja! Ah, oh, perfekt. Nee, der geht nicht rein. Wow! Und Smash-Schüsse zählen doppelt.